ist jetzt die kleine Herausforderung, dass ich den Auftrag habe, nichts zu sagen. Doch, ich darf sagen, es geht um die Schrift Liebe Clara. Liebe Clara, komm doch bitte auf die Bühne. Ach, gut zu wissen. So, das war meins, ne? Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. War super. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute meine Schrift Liebe Clara vorstellen darf. Bevor ich das mache, würde ich Ihnen aber gerne erstmal erzählen, wie ich überhaupt zur Schriftgestaltung gekommen bin. Ich habe Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Potsdam studiert und hatte meinen Schwerpunkt da eher auf der Illustration. Ich habe ganz viel gezeichnet und vor allem ganz viel analog gearbeitet. Also habe immer versucht, den Computer möglichst außen vor zu lassen. Und ich hatte dann am Ende meines Studiums so eine relativ große Sammlung an solchen Mini-Illustrationen, also Icons, sage ich mal. Und ich habe nach irgendeiner Möglichkeit gesucht, wie ich diese Symbole noch verwursten kann. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich aus diesen Icons Dingbat-Fonts machen könnte, also Schriften mit lauter Symbolen drin. Das habe ich dann auch gemacht, habe die bei MyFonts hochgeladen und habe dann zum Beispiel Liebe Christmas mit ganz vielen Weihnachtssymbolen oder Liebe Cook mit diversen Küchenutensilien. Und die habe ich dann bei MyFonts verkauft und das Repertoire nach und nach erweitert und hatte dann irgendwann das Problem, dass ich eigentlich gar keine eigene Schrift habe, um diese Dingbat-Fonts zu betiteln. Also ich hätte natürlich mir auch eine andere Schrift aussuchen können, aber das fand ich erstens irgendwie komisch und zweitens habe ich auch keine Schrift gefunden, die so richtig zu dem gepasst hat, also zu diesen Dingbat-Fonts, die ja schon diesen handgemachten Charakter haben. Das war mir alles komisch und ich habe mir immer so geholfen, dass ich dann in Illustrator irgendwas zusammengefummelt habe und jedes Mal, wenn ein neuer Dingbat-Font fertig war, musste ich dann gucken, ob ich auch alle Buchstaben habe oder ob ich jetzt wieder noch einen Buchstaben mir zusammenbasteln muss. Also es war extrem unhandlich und unpraktisch und dann musste ich mir überlegen, vielleicht sollte ich dann doch mal eine richtige Schrift machen und so kam das eigentlich eher aus der Not heraus, dass ich angefangen habe, Buchstaben zu zeichnen, diesmal nicht in Illustrator, sondern mit einem Stift auf Papier, weil ich ja auch wieder diesen handgemachten Charme, den ja auch diese Icons haben, beibehalten wollte. Und dann hatte ich irgendwann eine relativ große Auswahl an Buchstaben und habe angefangen, das dann zu digitalisieren und nach etlichen Monaten hatte ich dann meine erste eigene richtige Schrift, Liebe Erika. Liebe Erika ist relativ ordentlich von der Anmutung, aber trotzdem nicht streng. Und sie hat diesen handgemachten Charme, ohne dabei irgendwie kitschig zu wirken. Und passt daher wunderbar zu diesen Dingbat-Fonts, aber eigentlich nicht nur zu den Dingbat-Fonts, also es stellte sich relativ schnell heraus, dass sie sich viel, viel besser verkauft als diese Dingbat-Fonts. Übrigens war auch neulich an diversen Bushaltestellen und Litwassäulen in der Stadt Liebe Erika zu sehen, hier an den Tassimo-Plakaten. Nur mal so kleiner Einschub, zurück ins Jahr 2010. Da wurde Liebe Erika von MyFonts unter die Top 10 der bestverkauften Schriften gekürt. Das hat mich natürlich total beeindruckt. Ich war total, also ich habe mich riesig gefreut und war total perplex. Und das hat mich natürlich dann aber ermutigt, weiterzumachen mit den richtigen Schriften. Und mittlerweile habe ich neben den Dingbat-Fonts drei richtige Schriften. Also nach Liebe Erika kam Liebe Doni. Das ist eine relativ verspielte Bodoni. Und danach Liebe Clara. Liebe Clara ist jetzt die neueste Kreation, die ist seit August bei MyFonts erhältlich. Und die eigentliche Herangehensweise bei Liebe Clara war, der Grundgedanke war, dass ich eine passende Schrift haben wollte für die Liebe Erika. Also es sollte kursiv sein und ein bisschen geschwungener und verspielter, aber trotzdem eben gut
zusammen funktionieren mit der Liebe Erika. Und so war halt die erste Herangehensweise, dass ich Liebe Erika im Schriftprogramm einfach schräg gestellt habe. Ja, das sah dann natürlich total beknackt aus und ja, viel zu steif und auch total kaputt und falsch. Und dann habe ich mir das aber ausgedruckt, diese schräggestellte Variante, und habe dann in diesem Ausdruck mit Tippex und Feinliner rumkorrigiert, um halt die gleichen X-Höhen und die gleichen Breiten wie bei Liebe Clara beizubehalten. Und ja, als so die Formgebung der einzelnen Buchstaben klar war, habe ich dann alle Buchstaben nochmal neu gezeichnet per Hand, um wieder den handgemachten Charme zu bekommen, und habe das Ganze digitalisiert und hatte dann nach einigen Monaten Liebe Clara fertig. Und hier nochmal im Vergleich sieht das Ganze doch sehr viel schwungvoller und lebendiger aus als diese komische, schräggestellte Erika. Wenn wir jetzt nochmal ranzoomen, ich habe mal hier ein E rangeholt. Ich habe an den Enden der Buchstaben immer diese, ich sag mal, Tintentropfen immer noch mal so ein bisschen ausgearbeitet, um so diese Unregelmäßigkeiten vom Tintenfluss beim Schreiben zu simulieren. Ein anderes Detail jetzt hier beim N ist, dass ich zwar so Unregelmäßigkeiten, die durch dieses Handgemachte kommen, sehr schön finde, aber trotzdem habe ich einen Anspruch, dass die Lesbarkeit der Schrift nicht drunter leidet. Also sie soll auch in kleinen Schriftgrößen noch gut funktionieren. Deshalb habe ich an ihr in so problematischen Stellen, wo einfach sehr viel Schwarz zusammenkommt, diese Einzüge reingezogen, also künstlich reingezogen, habe das Ganze aber ganz schmal gehalten und mit der Form sozusagen, bin mit der Form mitgegangen, um es ganz unauffällig zu halten. Ja, und wenn man fertig ist mit einer Schrift, ist man noch lange nicht fertig, habe ich so festgestellt über die Jahre hinweg. Also ein ganz großer Teil meiner Arbeit besteht auch darin, diese Samples, also so Beispielbilder zu bauen, weil ich über die Jahre festgestellt habe, dass meine Zielgruppe oder meine Käufergruppe, davon abgesehen, dass sie hauptsächlich weiblich ist, warum auch immer, und der Hauptteil der Käufer kommt aus Amerika, und davon aber mal ganz abgesehen ist auch ein Großteil der Käufer sind keine professionellen Grafiker, sondern ja, Laien. Und ein Profi erkennt wahrscheinlich relativ schnell, was man aus einer Schrift alles rausholen kann. Aber diesen ja, Hobbygestaltern muss man mit solchen Samples immer noch mal ein bisschen vor Augen führen, was man mit der Schrift alles für Möglichkeiten hat und was sie für Varianten bietet. Also einfach die Einsatzmöglichkeiten vor Augen führen. Ich verbringe relativ viel Zeit auch mit dem Lettering, also mit Zeichnen von Schriftformen. Und bei Liebe Clara war es mir dann auch wichtig, so ein paar Aspekte oder ein paar Elemente aus dem Lettering mit einzubauen oder die halt ans Lettering erinnern. Also ganz wichtig dabei natürlich Swashes. Und genau, also das kommt auch bei der Zielgruppe immer gut an übrigens. Und so gibt es bei Liebe Clara für fast jeden Buchstaben auch nochmal eine Schwungvariante. Ein anderer Aspekt vom Lettering ist ja auch, dass man Buchstaben zu Paaren zusammenführt, also zu Ligaturen. Das kann, wie hier in dem Fall, einen eher dekorativen Charakter haben, ist aber, wie jetzt hier, auch sinnvoll, weil an solchen Stellen ja einfach die, wie halt die Buchstaben so eng zusammenkommen, sieht dann einfach unnatürlich aus, und durch so eine Ligatur kriegt man dann halt, also es entspricht dann eher der Handbewegung beim Schreiben und sieht viel natürlicher aus. Und deshalb gibt es bei Liebe Clara auch die ein oder andere Ligatur. Was ich mittlerweile eigentlich bei all meinen Schriften mache, ist, dass ich für Buchstaben, die häufig vorkommen, immer noch so eine Alternativform mache. Also wie hier beim O, was halt nochmal so ein ganz bisschen, einen Ticken anders aussieht, um halt nochmal dieses Handgemachte. Also gerade wenn zwei Buchstaben hintereinander kommen, würde man ja sofort sehen, ist ein Pfund. Und deshalb gibt es halt hier mit diesem kleinen Mini-Effekt nochmal
Ach, könnte ja auch handgeschrieben sein. Und das Ganze ist dann auch per OpenType-Feature verankert. Also wenn ich in InDesign in der OpenType-Palette, ich glaube im Deutschen nennt sich das kontextbedingte Varianten, wenn ich da ein Häkchen setze, wird dann automatisch bei doppelten Buchstaben der zweite durch diese Alternativform ersetzt. Dann habe ich auch noch ein paar stilistische Alternativen bei ganz vielen Buchstaben gezeichnet, um halt ja einfach allen Geschmäckern gerecht zu werden und aber auch für die speziellen Einsatzzwecke den entsprechend passenden Buchstaben zu haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schriftzug in Liebe Clara gestalte und der soll jetzt möglicherweise irgendwie eine deutsche Herkunft suggerieren, dann hätte ich hier die Möglichkeit, vielleicht dieses Z auszuwählen und habe gleich eine ganz andere Anmutung. Und ja, so hat man in Liebe Clara allerhand Möglichkeiten zu gestalten und kann halt mit diesen verschiedenen Varianten die unterschiedlichsten Anmutungen erzeugen. ja, Unzeichen ist auch immer ganz wichtig, das habe ich in all meinen Schriften eigentlich immer eine große Auswahl, finde ich persönlich immer gut, wenn ich da eine Auswahl habe, aber ich glaube, meiner Zielgruppe gefällt das auch sehr gut. Außerdem ist Liebe Clara international, also sie funktioniert in, glaube ich, fast allen Schriften, die man so im Latin-Zeichensatz darstellen kann und hat damit knapp 600 Glyphen. Und all diese knapp 600 Zeichen habe ich mit extrem viel Liebe gezeichnet und hatte riesigen Spaß, diese ganzen Schwungvarianten und Alternativformen zu gestalten und bin im Nachhinein total froh, dass ich durch diesen blöden Zufall oder halt aus dieser Not heraus, dass ich eine Schrift für meine Dingmet-Fonts brauchte, dass ich dann zur Schriftgestaltung gekommen bin. Und ich arbeite auch gerade an einer neuen Schrift und freue mich jetzt schon darauf, die Samples dafür zu bauen. Und damit bin ich schon am Ende. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank. Das ist auch eine Premiere, wenn ein Schriftgestalter hier auf der Bühne steht und sagt, ist ja ein Font. Ich glaube, ich hatten wir noch nicht. Wir geben uns ja durchaus auch Mühe in der Auswahl der Schriftgestalter, die hier als Vorprogramm reden, in gewisser Weise Verbindungen zum eigentlichen Thema der Vortragsreihe zu finden. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass hier ein Aspekt eine Rolle gespielt hat, der uns dazu bewogen hat, gerade Sie einzuladen. Nämlich, wenn man sich vorstellt, dass es eben in den USA insbesondere, denke an der einen oder anderen Stelle, aber auch inzwischen in Europa, durchaus eine Rolle spielt, dass es einen privaten Markt für Schriften gibt, dann ist das auch ein interessanter Wandel, ein Umbruch, der in dieser Branche vonstatten geht, dass nämlich es bestimmte Schriften gibt, die eben nicht nur uns Designer interessieren, sondern eben weit über diesen eigentlichen Markt hinausgehen. Insofern ist dokumentiert das auch auf eine ganz andere Art und Weise einen Zusammenhang, den wir hochgradig spannend finden. Von daher dieses Schriftlabel Liebe Fonts, welches ich noch erwähnen möchte, sei hier empfohlen, eben nicht nur Gestaltern, sondern eben auch vielleicht Anverwandten, die eine Hochzeitskarte oder Ähnliches gestalten wollen. Vielen Dank dafür. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig und doch zugleich umso einfacher. Denn